Der vergangene Samstag war ein großer Tag für Deutschlands Straßenbahnfreunde. Dortmunds Depot hatte einen ganz besonderen Leckerbissen zusammengestellt. Oldtimerwagen der Baujahre 1930 und 1950 bildeten einen Zug, schaukelten 70 Straßenbahnfans aus allen Gegenden unserer Republik über Dortmunds Straßen. Ich komme aus Berlin und ich bin Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Blickpunkt Straßenbahn, die diesen Sonderzug hier heute in Dortmund bestellt hat. Wir sind eine Vereinigung von Leuten, die sich mit der Straßenbahn als Hobby beschäftigen, aus dem ganzen Bundesgebiet und auch über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Und wir führen also regelmäßig 2-3 Mal im Jahr Sonderfahrten bei Verkehrsbetrieben der Bundesrepublik durch. Aber es ist so, dass Sie extra für einmal Straßenbahnfahren jetzt aus Berlin gekommen sind. Das ist richtig, ja. Was bedeutet das denn für Sie, jetzt in so einem alten Waggon zu sitzen? Ja, das bedeutet Erinnerung, Nostalgie, wie der Straßenbahnbetrieb so vor vielleicht 10, 15 Jahren noch gewesen ist. Und das bedeutet eben, dass man ein paar Fotos noch machen kann für die Sammlung, die vielleicht eines Tages auch nicht mehr zu wiederholen sind, wenn der Stadtbahnbau hier weitergegangen ist. Die Stadtbahn schien in weite Ferne gerückt. Tempo war nicht gefragt. Was zählte, war Gemütlichkeit. Nostalgie auf Schienen. Auch für ihn bedeutete diese Fahrt Erinnerungen, Rückblicke eines alten Hasen. Ich habe früher die alten Wagen gefahren, das war Anfang der 60er Jahre. Und was bedeutet das für Sie, jetzt wieder in so einem Möfchen zu stehen? Ach, das sind, kommen so alte Erinnerungen wieder hoch, aus der guten alten Zeit noch. Also man muss doch ein gewisses Gefühl haben dafür, denn die zwei Anhänger da hinten, die drücken doch ganz schön. Ja, und ist ein Unterschied gegenüber den heutigen Wagen. Macht Ihnen das denn mehr Spaß? Ach, mehr Spaß kann man nicht sagen, aber so ab und zu nochmal ist doch ganz schön. Es waren schöne Zeiten. Vor allen Dingen, wie es früher war, war eine ganze Mannschaft immer zusammen, die blieb zusammen. Ja. Die ganzen Kollegen, das war alles früher anders. Heute sind sie alleine auf dem Wagen. Ja, auf so einem Dreierzug, dann waren immer 4 Mann, also 3 Schaffner und der Fahrer. Aber Sie sind natürlich hier auch hautnah mit den Fahrgästen in Kontakt, ne? Das ja. Früher war auch das ganze Verhältnis zu den Fahrgästen besser. Also irgendwie, man fuhr meistens immer die gleichen Strecken. Man kannte die Fahrgäste kannten das Personal. Das war irgendwie ein gutes Verhältnis auch zu den Fahrgästen, was heute nicht mehr so ist. Leider. Drei Stunden Dorstfeld, Wambel, Grevel und wieder Dorstfeld. Den meisten war es zu kurz. Und dennoch, ein besonderer Tag für die Freunde dieser uralten Schienenfahrzeuge. Wie sind Sie dazu gekommen zu Ihrem Hobby?
Und das weiß ich gar nicht mehr. Also das ist mir offensichtlich in die Wiege gelegt worden. Ich weiß nur noch diese Anekdote, dass ich noch in meiner vorbewussten Zeit aus dem Kindergottesdienst abgehauen bin und mitten auf der Schützenstraße gestanden hat und man mich da aufgegabelt hat, zur Polizei gebracht. Also seit der Zeit mache ich das schon. Und seitdem gucken Sie sich Straßenbahnen an. Was bedeutet das denn für Sie, diese Oldtimerfahrt von heute? Das war nun mal wieder so ein bisschen Schwelgen in früher. Mit den Dingern bin ich ja zur Schule gefahren. Und es ist halt einfach eine Begeisterung, nicht? Sowas mal wieder mitzumachen. Aber wie kommt so ein Faible zustande? Was macht das aus? Ja, ich glaube, das liegt im Bereich des Irrationalen. Der eine interessiert sich für Autos, der andere für Motorräder, der dritte halt für Straßenbahnen. Ich kann es nicht begründen. Ich weiß nicht, woran das liegt.